Ich wollte auch Volleyball und so weiter machen, aber irgendwie. Und dann war ich nur im French Club. Das war auch ganz lustig, wir haben die ganze Zeit nur Krebs gegessen. Also, ich habe am Anfang keinen Schulsport gemacht oder war in keinem Club, weil ich irgendwie erstmal so Freunde finden wollte und mit meiner Gastfamilie unternehmen wollte und irgendwie das Gefühl, es gab so genug zu tun außerhalb der Schule, weil meine Gastfamilie auch total sportlich und aktiv war. Dann, also bei uns war das so nach Seasons eingeteilt, also da gab es dann immer verschiedene Sportarten. Und manche waren halt so alljährlich und alljährlich, keine Ahnung. Und auf jeden Fall hatte ich dann im Winter Kanufahren, also das fing im Oktober an, ging bis Januar. Und das haben wir dann gemacht. Und das ist auch richtig competitive bei meiner Schule. Also die haben es übrigens ernst genommen. Und die waren auch so Anfänger und so. Aber man durfte halt zu den Practices gehen und so, aber man durfte jetzt nicht wirklich viel machen bei den Regattas. Ja, ich bin da einmal gefahren, da haben wir auch gewonnen, das war richtig cool. Aber die anderen Male durften wir halt nur zugucken, so die neuen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also es war halt eine Erfahrung so. Ich wollte auch unbedingt eine Sportart machen, aber beim Cheerleading hätte ich halt die ganzen Footballspiele verpasst, also als so Zuschauer. Und dann wollte ich das halt nicht so gerne machen und ich wollte auch Volleyball und so weiter machen, aber irgendwie. Und dann war ich nur im French Club. Das ist auch ganz lustig, wir haben die ganze Zeit nur Krebs gegessen. Ich bin leider total unsportlich. Ich wollte eigentlich irgendwie in so ein Sportteam, aber das ging halt einfach nicht, wenn man keinen Sport kann. Deswegen bin ich halt in so Clubs reingegangen. Also ich habe mich halt bei drei angemeldet, bei Interact, International Club und dann noch so ein anderer. War dann aber im Endeffekt nur in einem aktiv. Aber da habe ich dann so auch so meine Freundesgruppe gefunden, mit denen ich dann immer was unternommen habe. Deswegen hat es mir schon echt viel gebracht. Ich war kurzzeitig im Drama Club. Das ist eigentlich ganz cool. Ich weiß auch nicht, also ich war da ein paar Mal wegen dem Treffen, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, fand ich das dann. Die waren also so richtig into it und ich war so, ja, ganz nett, aber ich war dann auch immer bis 18 in der Schule und das war mir immer viel zu lang. Da habe ich gedacht, dann mache ich das nicht mehr und dann habe ich im zweiten Halbjahr so was Ähnliches wie Cheerleading gemacht, weil die hatten halt so eine Major Cheerleader und dann hatten die halt dann noch so Unter Cheerleader. Das habe ich dann gemacht und das war eigentlich auch ganz witzig, aber kann man machen, muss man aber nicht so. Ja, also ich war im Surfclub, deswegen von Oktober bis Januar. Das war echt cool. Also wir waren das erste Jahr, wo glaube ich Mädels dabei waren. Und dann kamen auch zwei Mädels von einer anderen Schule, die dann sozusagen ja so Distrikte, also wir waren Lucia Ma. Und da halt waren halt diese Surfer-Mädels, weil ich war ja direkt am Strand. Und da bin ich halt mit meiner besten Freundin rein und da haben wir dann halt Competitions am Wochenende, also immer sonntags oder so gehabt und samstags hatten wir Training morgens. Und sonst geht man eigentlich vor der Schule so surfen. Deswegen, das war halt cool.